für die nicht. So, schauen wir mal. Ich bin schon draußen aus der Fire Station. Also, Viper und Wolf sind nicht mehr da. Oh, die Rare Mobs, weißt du? Die Rare Mobs sind weg. Die können wir nicht mehr abfarmen. Die blauen Survivor, Alter. Oder waren die violett? Die können nur Rare sein, ich meine. Ja, eh. Der andere war Bandit, aber ich wette, die haben sich gegenseitig umgeheizt die ganze Zeit. Bei mir steht jetzt Bandits Kill 2, Heroes 3 und Murders 3. Du bist so böse, Pschemo. Seid ihr noch in der Fire Station oder lauft sie schon wieder? Ja, ja. Ich bin noch in der Fire Station. Ich bin außerhalb der Fire Station am Eck von dem Zaun. Innerhalb von dem Gelände mit dem Chopper. Ich kette gerade. Ich schätze mal, ich werde in 20 Sekunden drinnen sein. Und ich werde mich dann auf dem Weg zu unserem Home Sweet Home machen. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach alle dort dann nochmal. Home Sweet Home. Aber jetzt, wie du das Feuer eröffnet hast auf diesen Female Survivor, den ich dann gekillt habe, wo du den Kill bekommen hast, das habe ich nur nicht gepackt, oder ich stehe aufrecht mitten am Feld und sie schaut mehrmals in meine Richtung, wie sie läuft, und checkt nicht, dass ich dort stehe. Vielleicht hat sie es checkt, nur sie wusste nicht, was sie machen soll. Oh mein Gott, was habe ich? Ich habe eine fucking Pistole oder keine Ahnung. Schade, dass ich das nicht gestreamt habe, weil bei mir, ich hocke mich hin, so mit dem Fadenkreuz, so urverschwommen, weißt du, aber dieses Pulsieren lässt sie immer wieder komplett verschwinden, also verschwimmen mit der Umgebung und dann wieder kurz aufploppen. Same Pixel auf und ich einfach da. Das Problem war, ich habe sie nur Third Person gesehen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Fadenkreuz reingezoomt habe, habe ich auf einmal kurzzeitig so einen Lag gehabt, sodass ich nicht schnell genug nachziehen konnte, um sie zu verfolgen. Deswegen ziehe ich immer mit. Und dann habe ich so einmal reingezoomt, dann wieder rausgezoomt, dann wieder reingezoomt und dann hast du eh schon drauf geheizt und dann ist eh umgefallen. Aber was ich geil finde, ist, sie hat anscheinend nicht gecheckt, wie nah wir dran waren. Ich war mir nicht sicher, weil ich sehe sie auf einmal verschwinden, denke mir so, okay, verschwommene Sicht, wahrscheinlich ist sie gone, nach hinten abgehauen. Und dann sehe ich erst eine Zute hinrennen und ja, aber nichts geht gegen diesen Schrei, oder? Ja, der Schrei war so geil, Alter. Erstes Vehikel ist ja noch da. Was für Vehikel? So, ich renne jetzt gerade aus der Fire Station raus. I see you. Bam, 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 bam. Hier, wir können wieder das Hospital. Wer, ja, bist du das, Pschemo? Was, beim Hospital Egg? Ja. Ja. Boah, da, ich krieg einen halben Herzinfarkt, du Fixer. Ich hab ja gesagt, I see you. Ja, wer weiß, ob du mich damit meinst, Herst. Leider, wartet mal. Hab's das Zelt abgecheckt? Welches Zelt? Lass da schau. Oh, Alter, go to sleep! Ja. Weißt du, was go to sleep ist? Ja, hast du letztens gesagt, Health Regeneration. Genau. Aber ich verstehe nicht ganz, wie es funktionieren soll, weil ich glaube, der Char ist dann einfach für eine Zeit lang quasi. Du lockst dich aus. Spielbar, oder du lockst Incapacitated. Aber das Ding ist, du lockst dich aus, aber du liegst noch dort. Das heißt, wenn einer vorbeikommt, kann er dich umheizen. So, wohin soll ich? Ja, zum Haus. Ah. Ich bin schon beim Haus, aber ich warte auf euch. I see you. Schukis denken sich jetzt sicher alles, Bielov, der Urkasa, kann man nicht spawnen, lauter Noob-Sniper mit DMRs, die da alle wegheizen. Aber weißt du, was ich mir denke? PKPs. Ich bin ja mit dem Typen in dem kleinen Raum im Kreis gerade. Weißt du, was das Glück ist, dass die Leute alle denselben Gedankengang haben wie wir, weil wir sind ja auch solche Idioten. Wenn wir irgendwo reingehen in eine Stadt und wir hören einen mit der DMR heizen, ist es für uns auch immer der erste Gedankengang. Ah, okay, da ist ein Noob-Sniper, der mit der DMR rumheizt. Keiner von uns denkt doch nur im Entferntesten daran, dass der vermutlich mit 4-5 Freunden dort unterwegs ist und die alle mit DMRs bis an die Zähne bewaffnet sind. Weil bei uns ist es immer so der Fall.
Einer hat. Und jeder von uns macht genau dasselbe, was ich vorher gemacht habe. Ja, zuerst schieße ich auf den einen Typen, dann renne ich ins Haus hin, werde von dem Typen mit der Shotgun angeschossen und fuck ihn an, wieso er auf mich schießt, weil ich doch friendly bin. Wer rennt da im Wald, Alter? Ich bin das. Kannst du nicht einfach im Wald rennen? Sicher, Alter, schau mich an. Ich kann sogar links und rechts im Wald rennen, Alter. Oh. Ja, da schaust du jetzt, Alter. Hat's ja den Google auf Zeiten. Ja, da ist der Türsteher. Wir haben aber noch keine Tür. Na los, dann mach weiter. Boah, hoffentlich. Was ist, hast du die falschen Schuhe an oder was? Ich guck mal, ob ich mal hakeln kann. Irgendwie nix. Ich glaub nicht, weil wir hatten noch keinen Nachtzyklus dazwischen. Ja, aber ich suche gerade überhaupt die Option, weißt du, Build Stage 2 oder so. Aber unser Zeug ist alles noch drinnen. Ah, wir haben noch ein Morphium da drin und eine Water Bottle. Danke sehr. Genau das, was mir noch gefehlt hat. Ja, Chape. Ja, wollen wir mal runter zu diesem Taviana Zoo fahren? Ah, Bill, jetzt steht's da. What the fuck? Was steht genau dort? Ich muss Passwort eingeben, aber das ist ja meins. Ah, Leute, Auto. Hört ihr es? Wo? Nordwesten. Hospital. Ja. Ich mach mich mal auf den Weg. Ja, ich schau kurz online. Ja, mach wegen Passwort, genau. Komm mit, Pansy. Ja, warte. Ich mach mal. Durch den Wald gelaufen oder? Ja, ich renne an der Baumgrenze, genau. Zum Industrial rauf oder was? Nein, Krankenhaus, sag ich, ja. Zum Hospital bzw. Fire Station, weil ich glaube dort sind sie. Also rechts vom Felsen. Genau. Ah, ich sehe dich schon, passt schon. Ich hoffe mal, dass du das bist. Warte, ich positioniere mich mal. Scheiße. Das ist schon auf Höhe vom Hospital. Jack? Was? Ah, ich sehe dich, du bist dort vorne neben dem einen dickeren Baum. Ja. Ich schau gerade zur Fire Station, aber ich sehe dort nichts. Ja, aber schau mal zum Dings hinunter. Da steht ein Fahrrad auf der Straße. Ja, ich habe definitiv ein Fahrzeug gehört. Eventuell sogar ein Quadbike. Leute, ja. Man kann glaube ich schon bauen. Haben wir genug Material drin? Nein, wir brauchen noch. Und das mit dem Passwort funktioniert noch nicht. Warte ganz kurz. Wir brauchen viermal.
Reinforced Material haben wir. Viermal Zement haben wir. Einmal Batteries haben wir. Einmal Digital Lock haben wir. Wir brauchen 25 Rocks. 9 haben wir. Wir haben einmal Digital Lock oder was? Ja. Du hast den gefunden. Ich rechne gerade aus, was wir brauchen. Ah, deswegen ploppst du auf, weil wenn du es baust, sollst du gleich ein Passwort eingeben. Glaube ich. Okay, was wir brauchen, was wir nicht haben gegenwärtig, ja, also was nicht dort bereits im Gear drinnen ist, ist 35 mal Wood und 16 Rocks. Rocks haben wir, können wir glitschen und Wood können wir. Chopper, da sind sie schon wieder. Rein, Player. Nein, nicht Player. Es sind wieder die Bots, 3 Hues. Schau, Information hintereinander. Wow. Holy shit. Wow. Okay, wo fliegen sie hin? Fliegen weiter nach Süden. Was ist da unten? Ja, gehen wir mal zum Haus und machen wir mal weiter, oder? Warte. Du siehst die Chopper immer noch. Okay, nach Starisat sind sie verschwunden auf der Map. Ich gehe jetzt schon Holz choppen. 35 hast du gesagt. 35 brauchen wir insgesamt, genau. Chop some wood. Ja, ich bin hier vor dir. Und reicht es, wenn wir das Zeug dann einfach ins Inventory von dem Haus reinhauen? Ja, aber das passt. Wenn wir ein Passwort haben, heißt das, dass keiner zugreifen kann auf die Bude, um Sachen rauszuklauen. Wie nennen wir das Passwort? Weil du kannst bis zu 6 Ziffern. Das werden wir eingeben. Sicher nicht jetzt besprechen. 6 Ziffern. Zumindest ein. Sicher nicht jetzt, während zumindest einer von uns noch streamt. Boah, dann schreib's im Teamspeak, Alter. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meinen Desktop, du Faust. Was? Egal, ob ich im Teamspeak was mache oder was, du siehst. Du siehst es. Achso, du bist ja einer von diesen Noobs, die keinen zweiten Monitor haben. Ja, gibt da ja mal, da wir schon ein paar Fackel. Chop. Moment mal, kannst du Buchstaben und Zahlen nehmen? Na, nur Zahlen. Nur Zahlen. Mach einfach 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ich hör dich auch choppen. Was haltet ihr davon? Warte kurz. Das kann ich jetzt zum Glück auf meiner Tastatur sehen. Ja, gut. Nehmen wir. Siehst du, dafür hat man eine Tastatur mit Anzeige. Gogol mit Anzeige, oder? Was haben wir gesagt? Holz brauchen wir, oder? Oder soll ich Steine klonen? Ich klone die Steine. Kümmer du dich um die Steine? Ich. Ich kann Demolish Foundation machen. Das rausklont, wo ist denn das scheiß Gear, oder? Oh, ich wette, man kann pro Charakter, also man kann nur ein Haus bauen, oder? Wetten. Ja, und dann baut halt einer von uns auf Zooding das Haus. Ah, wo ist das scheiß Gear, oder? Das da, wo ich bin. Ja, das haben sie super gelöst, weil sonst könnten ja dann, keine Ahnung, nach einem Monat hast du überall nur noch Häuser stehen. Rennst in den Wald lauter Häuser. Okay, vielleicht im Wald nicht, aber. Wie viele Rocks brauchen wir? 16 mal noch insgesamt. Also insgesamt brauchen wir 25. Aber 16 mal fehlen. Genau. Shemo, mach mal GPS auf. Ja. Haus ist eingezeichnet. Wirklich? Ja. Du siehst aber am GPS, vielleicht. Ja, am GPS siehst du das grüne Bergding und direkt darüber hast du so ein
helles Quadrat und darin ein dunkles Quadrat. Das ist direkt, wo das Haus ist. Ja, aber wenn das stimmt, dann ist in unserer Nähe gleich noch ein Haus. Schau mal auf der Map. Bei 180, 178. Das helle Quadrat und dunkle Quadrat, das ist der Felsen. Ich glaube auch. Nein, der Felsen ist, der, ist das, das zweizackige Logo. Schau es an, ich renne jetzt gerade hin. Okay, ja, das ist der Baum. Oh, stimmt, ja, das könnte sein. Oder nein, warte, hier ist das Zentrum von dem Ganzen. Hier ist gar nichts. Hier ist irgendein Fail. Ich brauche einen, der die Steine aus meinem Rucksack rausnimmt. Eins. Zum Glitschen. Zwei. Duracell. Drei. Das könnten Durashäuser sein. Ich werde das, nachdem ich mich ums Wood gekümmert habe, werde ich es mal auschecken. Ich habe schon gesehen, was du meinst, Pansy, und du hast recht, das könnte durchaus sein. Noch acht. Wenn das wirklich Häuser so sind, die eingezeichnet sind, die können sein, dass einer dann... Wie viel hast du jetzt einstecken? Ich kann immer drei Stück nehmen jetzt. Okay, dann hau ich noch, holz ich noch einmal und gebe ihm. Ja, mach einfach fünf, weil ich kann ja auch drei machen. Na, es sind jetzt 30 drinnen. Ja, das heißt, ich mache noch 5 und gib. Na, brauchst nicht, ich bin ja auch jetzt schon wieder beim Baum. Wie viel hast du jetzt schon? 5. Du hast jetzt schon 5 Stück. Ja, dann go. Bei mir drin. Bau das ja ab und hau's instant in den Rucksack rein. Und spam das die ganze Zeit geht. Muss ja nicht warten, bis die Animation vergisst. So, zack. Mein Stream ist eh abgedreht, oder? Los, nimm dir die Steine raus, Alter, du Warmer. Sagt's mir, bevor ihr anfangt, das Haus weiter auszubauen, ja. Ich schau mir mal die anderen Locations an, wo ein Haus sein könnte. Ja. Ich versuche einfach alles zu nehmen und irgendwie viel davon wird einfach geglitscht und der Rest ja wird nicht. Passt. Okay. Go! Okay, wir sind 8 Leute auf dem Server. Ja, Alter, schau mal auf die Uhr bitte. Ja, es ist 5:30. Und weißt du, was schlimm ist? Ich bin urmunter. Ja, ich bin auch urmunter. Alles wegen dieser wegen dem Abend bei dir, Daniel. Ich bin zu Hause gekommen um 7 und ich habe mir gedacht, so, Alter, jetzt brauche ich ja gar nicht mehr schlafen gehen. Ich hab mal Kaffee gemacht, hab PC eingeschaltet. Oh, du hast einen Kaffee gemacht. Ja, sicher. Aber ich habe ihn nicht getrunken, weil dazu ist es nicht gekommen. Ich hab PC gedacht, so, hau deine Steine rein und dann gleich nochmal. Haben wir gedacht, so, ja, ich hau mich kurz in auf die Couch und dann wegpennen. Wie lange hast du gepennt? Boah, keine Ahnung, nicht lang, ich hab nur wenig gependelt. Ich bin aufgewacht, war komplett müde, aber irgendwie, ja, jetzt überhaupt nicht mehr. Ready? Ja. Okay, na, das ist wirklich der Felsen, der was da eingezeichnet ist. Aber ein bisschen versetzt, oder? Ja. Dieses andere, dieses dunkle, was man sieht, das was halt wie ein Berg aussieht. Hast du schon Chemik, aussieht, oder? Das, na, ich habe Go gesagt. Ja. Kommt halt wahrscheinlich noch okay, dazu. Ja. Ich sag's jetzt ganz laut. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Voll. Okay, halt dich bereit. Ja. Go. Wo sind eigentlich die anderen Rocks sind wo? Die anderen was? Die anderen Rocks. Hast du sie reingelegt? Ach so, du hast rausgenommen die zum Glitch. Ah, ja, ja, ich habe alles rausgenommen, was drin war. Und wie viel haben wir jetzt insgesamt drin? 18. Das heißt, wir brauchen nicht mehr glitchen, wenn du noch die hast. Ja. Okay. Weil 25 brauchen wir nur. Mhm. Und 35 wurde ist drinnen. Ja, ist drin. Geh bitte, Alter, wo ist der Schaß? Da hier irgendwo, oder? Ah, warte, lass mich hin. Ah, hier, passt. Diesen Code-Lock habe ich reingehaut.
Einmal Battery muss rein. Ich gehe mal kurz mit euch die Requirements-Liste durch, ja, weil ich habe es mir aufgeschrieben auf dem Zettel. 25 Rocks. Ja, ja, Moment. Nein. Muss noch reinlegen. Okay, aber wir haben genug. Jetzt ja. Sind drinnen 27. Nimm zwei wieder raus. Obwohl, ja, scheiß drauf. Nein, die bleiben, glaube ich, drin im Inventory. Wir werden es eh sehen, das ist eh nur ein Try-Run. 35 Einen habe ich rausgenommen. Ja, passt. Viermal Reinforced Material. Check. Viermal Zement. Ja. Einmal Batteries. Ja. Check. Und ein Digital Lock. Check. Code Lock, ja. Ja. Wir müssen, ich weiß nicht, wollt ihr wirklich alles drin lassen, was, wenn die ganzen Jerrycans, Fuel Tanks und was weiß ich was. Chemik, weißt du, was wir machen? Einmal Zement, einmal ich habe Zement, Lock. Codelock habe ich, ich habe einen Rock und dreimal Batterie habe ich. Okay, weil ich wollte es gerade sagen wegen Klonen. Der Rest was ist scheißegal. Reinforced? Ja. Ganz ehrlich, warte, gib mir eine Jerrycan oder zwei Jerrycans. Das Auto ist ja komplett leer, der war ja einladen. Ja, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit da hin und her und hin und her. Ja, du machst das ja nicht. Das brauchen wir. Na warte, ich hab. Hast du wie viele Slots, warte, brauchst du? Ich sag's dir gleich. Ich hab zweimal Reinforced hinten bei mir drin. Dann können wir es gleich klonen. Ich weiß halt nicht, wie viele Slots es frisst. Oh ja. Ich habe jetzt zwei Jerrycans raus. 12 Slots. Ja, ich 6 Slots brauch Reinforced Material. Okay, passt, dann. You ready? Ja. Go. Passt, dann haben wir es jetzt auch einmal geklont, dass wir noch Zusatz haben, weil wir es dann brauchen und. Jetzt kannst du weiter bauen, Alter. Lass irgendwas halt drin, das Heatpack oder so zum Checken, ob das wirklich. Ja, genau, ob es verschwindet. Codelock. Ich nehme halt nur raus. Jerry oh nein. Raus. Okay, was? Muss reloggen, Bildschirm ist schwarz. Aber ich habe vorhin was gegessen und jetzt bin ich schon wieder orange. Ja, ich dachte jetzt so, ich habe vorhin was in Real Life gegessen und jetzt ist schon wieder orange. Ah. Boah, eure Anzeige blinkt schon. Ja, was ist das für ein Chaos schon wieder? Was ist mit der AK 107? Lass sie drin. Okay. Ich habe keine Munition, ich werde das Teil vermutlich sowieso nie verwenden. Lass sie einfach drin, wir testen damit, ja, ob Waffen und so verschwinden. Dann lass ich die ganze SD-Muni auch drin. Ja, das ist sowas von wurscht. Nein, SD-Mag. Marco hat noch wurscht, die Kamo SD mit 3 Mags von mir oder 4. Da ist drauf, ja. Big Jerrycan sollten wir vielleicht noch. Also wenn es dir darum geht, sollten wir safe, ja. Einer habe ich mal eingesteckt. Kommt jetzt in den Wagen. Ja, ein SD-Mag habe ich eh gesaved im Wagen. Warte, wo ist das Gear? Zement brauchen wir? Ja, oder? Hier, glaub ich. Was? Zement? Viermal, ja. Ja, ich dachte zwei. Nein, aber es sind eh vier drin. Fünf hatten wir vorher. Ja, dann schaue ich mal kurz den Code an. Was ich stream kurz? Sowieso nicht, deswegen wird man nichts sehen. Oh, vier Reinforced haben wir drin. Okay, dann packe ich meine in den Wagen. Okay. Schemo, warte deines Amtes. Ja, ja, er muss sich den Code noch anschauen. Den hat nichts mehr drin. Außer der Waffe. Passt. Gut. Sich dahin. Dann schmeiß an. So, ich gebe jetzt mal den Code ein. Laut mit. 1, 2, 3, 7, 4, 5. Und. Tack, 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 hake. Ja, das ist Sounds. Mit deinem Gartenzaun und deiner Postbox, oder? Open Doors. Warte. Du musst das Passwort eingeben, oder? Ja, alles funktioniert.
Warte! Wuhu! The fuck, Alter! Ey, oh, das ist sogar mit Fernseher! Wie geil ist das? Mach das Herz zu! Zack! Hey, da ist das. Was ist das? Open? Da ist eine Marke drauf, da liegt eine Marke drauf! Alter, schau mal zur Tür! Schau zur Tür, Alter! Warte, warum ist noch jemand da? Du kannst rausschauen! Auf! Und zu! Leute, die Waffe ist noch immer drin! Jetzt mal auf Gier! Ist das geil! Oh ja. Mein Gott! Unser erstes Scheiß aber schon wie schief! Scheiß drauf! Ja, warte, dann werde ich da. Schau da in den Epipen rein! Das wäre fehlbar! Erst, Lidl, schaut mal, was es zu fressen gibt, oder? Ein bisschen Chili, oder? Alter, das schaut aber gut aus! Ist das Gier noch da? Das ist alles noch da! So, ich drop da jetzt einmal gleich alles, was wir nicht brauchen. Ich drop, Alter, das Thema. Ey, wir müssen dann den DMR als Safe Spot hier reinglitschen, oder? Die brauchen wir nicht glitschen. Ganz ehrlich, oder? Ich leg freiwillig meine DMR jetzt hier hinein. Also geht die Tür von innen normal auf? Ja, ja, Open Front Door ganz normal, aber wie hast du das gemacht? Ah, Open Slider. Ja. Das ist ja geil, Alter, zum Rausschauen. Und man kann nicht rausheizen, Alter. Du kannst sicher raus. Ja, Alter, wenn deine Waffe ist, ja. Oh, nein, Schuss jetzt. Ist abgeprallt von der Tür. Na, das ist eh gut. Das, da kann auch keiner reinheizen. Rearm at Bandits. Steht. Erst Lidl, wie gefällt euch unser Level? Warte mal, aber ist dann das Level 2 Haus, ist das dann was Eigenständiges? Nein, es wird immer nur abgegradet. Glaubst du? Also glaub soweit nicht. Ich das mitgekriegt habe, wird das bestehende abgegradet. Ich glaube, das Level 2 Haus ist was Eigenes, weil das sieht auch komplett aus, anders aus. Ja. Naja. Du musst halt nur Bandit Level 2 sein. Oder ich glaube nicht, dass du es brauchst, ich glaube, du musst nur den Plan Blueprint haben. Da steht aber, to build Level 2 Hero Bandit House, you need to become a Level 2 plus Hero Bandit. Okay. Hey, Alter, du hast sogar ein Pin-Up hier drinnen, wie cool, Alter. Ja, das heißt, man startet immer von vorne, nur je nachdem, was für ein Blueprint man hat. Kann man es weiter ausbauen. Level 3. Und bei Level 3 da. Oh, ja, warte, es regnet, komm wieder rein. Warte, ich will nur schauen, wenn ich rein will, ob ich den Pin angeben muss. Ja. What the fuck, ihr fragt mich. Da steht ein Busch draußen. Warte, ja, macht's mal das. Warte, macht's mal das. Warte, ich mach mal. Ah, ich muss jetzt. Ja, ich muss jetzt eingeben. Was? Das Passwort. Muss ich eingeben. Wofür? Um das Türl zu öffnen. Mach mal Open Doors. Warte, ich probier mal. Na, von innen müsstest du die Tür einfach so aufkriegen. Von innen? Nein, also hast du es jetzt von außen. Nein! Na, ich weiß nicht, wie ich sie von außen aufmache, aber ich bekomme keine Anzeige. Wer hat sie jetzt aufgemacht? Ich? Open ganz Front normal. Door. Ja? Warte mal, ich mach sie zu. Warte, machen wir sie mal zu. So. Okay. Und kann ich auf dieses Pad hier zugreifen? Weil schau, ich bekomme keine Ahnung. Auf die Tür musst du scrollen und Open Doors. Nein, bekomme ich nichts. Ich sehe nur, this great house was built by Knadel with Cold. Weapon Revolver. Kannst du auch machen? Nein. Tschüss. Was, und wenn du hingehst, Pschemek, bekommst du aber Open Door. Na warte, aber Pschemek ist Bandit Level 2 oder höher, oder? Ja, ey, wir könnten den Scheiß endlich bauen. Eben. Dann würde ich sagen. Und so? Warte ein bisschen. Alter, aber das die Hütte ist ab. Die Hütte ist so geil, Alter, die ist ab. Da steht wohl einfach ein Watch da. Mm.
Erst, ich sag's dir, der nächste Survivor, der hier vorbeikommt, wird vorbei und sich denkt, machst du nochmal auf und lass du mich rausnehmen, Level 1. Weil ich hab, glaube ich, ins Ding, oder wo habe ich den Level 1 Blueprint hingelegt? Achso, ja, ich kann dir gerne den ganzen Blueprint, ihr könnt euch alle Blueprint nehmen, aus meinem Rucksack. Ich habe 3 Level 1 Blueprints. Achso, passt. Weil dann wissen wir, was wir jetzt schon machen. Du sammelst für Level 2. Und wir bauen was? Unsere Residenzen gleich nebenan hier. Ja, ey, und wir bauen sie dann einfach. Wir müssen die ja nicht unten bauen. Wir bauen das einfach beinhart alles daher. Da scheiß drauf. Was, wir machen hier einfach so Ghetto-Häuser, eins nebenan? Ja, bauen wir es erstmal daher und wenn uns dann irgendwann mal langweilig wird, dann bauen wir uns woanders. Aber warte, das will ich jetzt nochmal probieren, weil das finde ich ein bisschen... Die Frage ist, ob wir woanders dann noch Häuser überhaupt bauen können. Dann zerlegst du das einfach. Warte. Hast du eine Option? Ich hatte vorhin eine Option gehabt, die Foundation zu zerstören. Schau mal, ob du das immer noch hast. Warte, ich glaube, ich muss außerhalb von dem Scheißteil sein. Boah, da mit dem Zaun und bist du gelähmt. Das okay, warte, ich habe jetzt keine Option, aber ich versuche mal ins Häusl reinzugehen. Erst so locker werden. Mann. Das ist ja wirklich unnice. Okay, ich krieg nichts. Aber warte, lass mal die Tür offen. Ah, dann geht auch automatisch das Türdel hier. Ja, ja, die gehen beide simultan auf. Okay, Pansy? Mhm. Otto, ich habe schon für Zement einen Marker gesetzt. Okay. Mir ist eigentlich wurscht, wer fährt. Ich kann fahren, du kannst fahren. Ja, das ist ein bisschen fail, dass nur er es auf und zu machen kann. Das ist egal, wir bauen uns unsere Hütten direkt daneben, what the fuck? Was ist bestimmt, was machst du jetzt? Er spielt sich mit seiner Tür. Zerlegen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch, ich glaube eben, wenn du auf... Ja, mach die Tür halt zu. Die Tür, warte, das Türl, das kleine, schau. Ja, aber jedes Mal muss ich den scheiß Code eingeben. Naja, finde ich gar nicht so schlecht. Dann kann wenigstens kein anderer rein. Die Frage ist, was passiert mit einem anderen Player, wenn er sich da drinnen ausloggt und wieder einloggt? Dann kommt er, na rauskommt. Na, ja. Warte, probieren wir aus. Ja, warte. Warte. Oh, Alter, danke. In meinem Haus, Auf du deinem Grundstück! Du kommst in mein Haus und brichst mir die Beine! Mach ich hoffe, du hast eine gute Haushaltsversicherung. Mach so, Alter! Er wird jetzt eingesperrt. Bam, Alter! Kick in your face! Du kriegst gleich einen Roundhouse-Kick, Alter. Mach einfach mal, aber mach die Tür von außen zu und vom kleinen Gate auch und schauen wir mal, was passiert, wenn wir beide uns hier drin ausloggen und wieder einloggen. No! Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte. Sollte es eigentlich nicht. Und mit diesem Logout werde ich jetzt auch meinen Stream für heute beenden. Weiter ja, ich geht's, bin bei wenn wir mehr Stunden als ein Haus haben. Und 30 Minuten angekommen jetzt. Du hast ja, auch während der Downtime weiter gestreamt, alter Schwede. Was für eine Downtime? Server down. Oh, bitte diese 2 Minuten, wo wir rumsitzen und rumblödeln? Ja, ich stehe im Haus drin. Nice. Kommst du raus? Warte. Open Front Door. Ja, ich glaube, raus kann man immer, nur rein kann man ja, immer. Ja, genau, raus kannst du immer. Ich stelle vor, irgendjemand hat sich genau dort ausgelockt. Ist die Tür jetzt automatisch zugegangen oder hast du sie zugemacht? Ich hab sie zugemacht. Und steht auf einmal in einem Haus drin. Ah ja, stimmt. Schemek. Stell dir vor, irgendjemand hat sich genau an der Stelle ausgelockt und lockt sich ein und spawnt auf einmal in dem Haus. Dann geht's. Boah, Mann. Da denkt er sich, what the fuck? Hacker! No! Pansy, ich würde sagen, wir zwei fahren rüber, holen die Steine. Pschemek kümmert sich in der Zwischenzeit ums Wood.
wenn sie das ganze Wut bei mir einfach hier ins Heidel reinlagern. Ja, genau, und wir zwei fahren in der Zwischenzeit rüber und holen die Rocks. Für zweimal Level 1. Oh, Alter, ich finde das gerade so geil. Das ist allerdings. Das ist so ob. Haut's mir einen Beil auf Zeit. Warte. Habt ihr euch schon alle die Blueprints geklickt? Ja, Blueprints habe ich mir genommen. Ja. Na, warte kurz, tanken wir den Wagen auf, Alter. Ich habe vorher schon geschaut, der Wagen müsste voll getankt sein. Nein, der Wagen hat nur noch ein Viertel Tank. Okay. Ich schau jetzt bin kurz mal 2 Minuten AFK, ich muss mal ganz dringend. Naja, ich bin gleich wieder da. Erstes ist ja ob. Deppert. Bilder, du kannst die du kannst die Garage auch einzeln bauen. Ja. Aber es muss 31 Meter weit weg von deinem Haus sein. Aber das heißt, wir können nicht direkt, glaube ich, ein Haus hier hinbauen. Naja, aber wie gesagt, laut den Screenshots gibt es auch irgendein Häusel, was gleich ein Ding dran hat. Also, ja, ja, das schon, das ist Level 3 Haus und ab irgendeiner Stage hast du einfach diese Garagen-Extension. Ja, Alter, ich sag's dir. Was ist das für ein Fail? Er zeigt mir nicht an, dass ich den Wagen refuelen kann. Hast du es im Hauptinventar? Na? Ja. Der rädelt gerade irgendwie rum und ich habe keine Ahnung warum. Gut, weg. Schon mal hakeln. Ich glaube, vielleicht können wir sogar eine Garage hier hinbauen, nur ich weiß nicht, wo dafür die Anleitung ist. Du hast ja eine Garage! Ja, nein, wir haben Small und Large, aber es steht im Internet nichts davon. Es steht nur wegen dem Haus. Das ist Level 1, 2 und 3 Haus. Und die Stages. Ach so, was du brauchst. Du meinst, aber man kann einfach, keine Ahnung, 30 von dem, 30 von dem random reinballern in ein Zementding und. Das können wir auch machen, weil das wäre nice, wenn wir uns immer einen Wagen irgendwo safen könnten, oder? Alter, wie kann dieser Scheiß so viel Fun machen? Scheiße, wo haben wir Rocks geholt gehabt? Nordwestlich von hier. Das heißt eh Zement auf der Map. Der Anlage da am Berg. Den Silos. Ja, ja, da brauche ich eh nur geradeaus fahren. Ja. Wir sind gleich wieder da. Hat er sich eh angesetzt? Sehr gut. Ja, er sitzt drin.